Hallo und herzlich willkommen heute auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es um das Thema Abnehmen und Hypnose. Ob das wirklich zusammenpasst, ob es funktioniert und wie, das erfährst du heute. Machen wir uns nichts vor. Alle, die wir schon gegen überflüssige Pfunde gekämpft haben, wissen, wie schwer das sein kann. Man kämpft gegen den inneren Schweinehund, der ausgerechnet in dieser Zeit nur noch Fernsehwerbung mit Kuchen, Schokolade, Pizza und Burger zu sehen scheint. Um dauerhaft Gewicht zu verlieren und es dann auch zu halten, braucht es andere Maßnahmen als phasenweise Diät zu halten. Dass sich grundsätzlich unsere Einstellung zu Nahrung, Bewegung, Gesundheit und Wohlbefinden ändern muss, weiß man heute und ist auch sicher dir klar. Die weit verbreitete Meinung ist, dass unser Körper zur Gewichtsreduktion unter dem Strich einfach nur mehr Energie verbrauchen muss, als er durch Nahrung aufnimmt. Klingt in der Theorie ganz einfach und logisch. Die Ernährung ist dabei aber nur eine Stellschraube. Ausreichend Bewegung, die auch mal den Sport ausarten darf, ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, um die beim Sport verbrannten Kalorien, sondern um einen erhöhten Grundumsatz an Energie zu erreichen, eben auch in Ruhephasen. Und das schaffst du mit einem größeren und stabileren Muskeltonus. Diäten scheitern aber oft auch wegen eines gestörten Essverhaltens. Wer als Kind mit Süßigkeiten für besondere Leistungen belohnt wurde, ist schon von früh auf an das Belohnungsprinzip konditioniert worden und greift im Erwachsenenalter dann eben auch gerne mal zur Schokolade, Chips und Co., um sich zu belohnen oder auch um Langeweile zu überbrücken. Auch Aussagen wie, du musst essen, was auf den Tisch kommt oder du musst deinen Teller leer essen und iss auf, damit die Sonne scheint, kennst du vielleicht auch. Kein Wunder also, wenn man sich eines Tages als Frust- und/oder Stressesser wiederfindet. Und so hast du dir womöglich über Jahre hinweg deine unguten Gewohnheiten zugelegt, gepflegt und gefestigt. Tja, und einer ist natürlich auch immer mit dabei, unser innerer Schweinehund. Diese Stimme, die uns ins Ohr flötet, komm, iss noch ein Stück Schokolade, nimm noch einen Kuchen. Oder die sagt, ach, das Wetter ist so schlecht draußen, es ist so hässlich, ich bleib lieber auf meinem bequemen Sofa. Vielleicht sagst du dir aber auch, ich habe einfach nicht genug Willenskraft, ja, und benutzt das dann als Ausrede. Ja, vielleicht fehlt es dir an Willenskraft. Dazu musst du aber wissen, dass die Willenskraft vom Bewusstsein gesteuert wird. Um nachhaltige und dauerhafte Veränderungen von tief eingeschliffenen Verhaltensmustern zu erreichen, musst du dein Unterbewusstsein überzeugen. Und das ist sehr träge und faul. Es mag keine Veränderungen. So schnell verändern sich also unsere tiefen Muster nicht. Also, was tun? Und genau hier setzt Hypnose an. Im direkten Kontakt mit deinem Unterbewusstsein lassen sich diese Glaubenssätze und Einstellungen finden, korrigieren und integrieren, damit du aus tiefster und innerster Überzeugung an deinem Ziel festhalten und arbeiten kannst. Du siehst, es geht nicht nur um deine Lebensweise, sondern auch um deine tiefe innere Einstellung dazu. Deine tiefe innere Einstellung zu deinen Programmierungen und Glaubenssätzen. Und noch eins. Du wirst nach einer Hypnosesitzung nicht die Praxis verlassen und schon 10 Kilo leichter sein. Ich mache dir also keine unseriösen Versprechungen. Es liegt allein an dir, dein Ziel zu erreichen. Und du kannst das. Vertrau dir. Hast du noch weitere Fragen? Dann hinterlass die bitte ganz gerne in den Kommentaren unten oder auch Anregungen zu den nächsten Produktionen, zu den nächsten Filmchen. Vergiss natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren und auch die Glocke zu klicken, damit du jederzeit informiert wirst, wenn wieder neue Infos an den Start gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Esther.